إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alles Lob, jeder Dank gebührt Allah. Ihn preisen wir, ihn bitten wir um Hilfe und Allah ist es, den wir um Beistand und um Schutz bitten. Derjenige, den wir um seine unermessliche Vergebung bitten, ihn allein. Und bei ihm suchen wir Zuflucht vor den Übeln, die in uns selbst sind und vor den Übeln unserer eigenen Taten. Jedem, dem Allah Ta'ala den geraden Weg gewiesen hat, für diesen gibt es niemanden, der ihn in die Irre zu führen vermag. Und jedem, dem Allah Ta'ala erlaubt, dass er in die Irre geht, für diesen gibt es niemanden außer Allah, der ihn zurechtleiten vermag, liebe Geschwister. Ich bezeuge, dass es nichts Anbetungswürdiges gibt außer Allah, dem Erhabenen und Majestätischen allein. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein letzter entsandter Prophet ist und sein ihm demütig ergebener Diener. Der Koran verkündet, liebe Geschwister, o ihr Gläubigen, habt Ehrfurcht vor Allah, so wie es ihm gebührt und sterbt nicht anders, denn als ihm Ergebene zu sein. Sterbt nicht anders, denn als Muslime. Liebe Geschwister, heute wollen wir uns mit dem Koran, mit den Worten Allah Ta'alas beschäftigen und mit Lektionen aus der Sprache des Korans. Mit Lektionen aus der Sprache des Korans. Doch bevor wir dieses Feld eröffnen, wollen wir über drei Eigenschaften, drei Charakteristiken des Koran sprechen, die einmalig sind und damit auch gleichzeitig herausfordernd sind. Allah Ta'ala erhält im Koran fest, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun wa inna lahu lahafidun. Wahrlich, wir haben den Koran herabgesandt und gewiss werden wir sein Hüter sein. Allah Ta'ala hat, und hier in der arabischen Sprache des Korans wurden hier vier Versicherungen eingearbeitet, vier Betonungen eingearbeitet, dass der Koran von Allah Ta'ala stammt und dass Allah Ta'ala diesen Koran bewahren wird. Und seit über 1435 Jahren, liebe Geschwister, wenn man von der Auswanderung aus geht, ist dieser Text ein bewahrter Text. Und niemand vermochte es, diesen Text zu ändern. Und das ist auch sehr wichtig für den Anspruch des Islams, denn wie können wir sagen, wir überbringen das Wort Allahs und es hat im Laufe der Zeit Veränderungen durchlaufen, beziehungsweise Hinwegnahmen oder Hinzufügungen. Das ist also sehr, sehr zentral für die Aqida, für die Glaubensauffassung der Muslime. Und weiterhin wichtig, liebe Geschwister, ist, dass nicht nur dieser Text unverändert ist, sondern dass die Sprache dieses Textes lebendig ist. Mag ja sein, dass man irgendwo in der Welt Ausgrabungen vornimmt und man findet Schriftrollen und man stellt fest, möglicherweise auch zweifelsfrei, dass diese Textrollen keinerlei Veränderung erfahren haben. Aber was können wir mit der Sprache von damals anfangen? Wenn sie 2000 Jahre alt ist, wenn sie 3000 Jahre alt ist. Wir wissen, wie sich Sprache verändert. Im Laufe von nur Generationen. Und weiter, liebe Geschwister, dass der Koran nicht nachahmbar ist. Dass man nichts hervorbringen kann wie der Koran. Und der Koran selbst, liebe Geschwister, erfordert heraus. Er sagt, wenn dieser Koran denn nicht von Allah kommen würde, vom Allwissenden, vom Allbarmherzigen, vom Allmächtigen,
dann vollbringt doch etwas selbes, o Menschen. Und er verkündet, dass selbst wenn die Dschinn und die Menschen zusammenkommen würden, sie würden nichts Gleichwertiges vollbringen. Und Allah Ta'ala, er hat die Herausforderung auch herabgestuft, sodass er auf 10 Kapitel heruntergegangen ist, ja, auf 10 Suar. Und nochmal herabgestuft, sodass dass die Herausforderung bei nur einer Sure liegt. Ja, und wir kennen einige Suren aus dem Koran. Manche von ihnen sind nur eineinhalbzeilig, wenn man die Basmala mal auslässt. Also zweieinhalbzeilig oder dreieinhalbzeilig oder viereinhalbzeilig. Das heißt, die Herausforderung besteht aus diesen wenigen Zeilen, liebe Geschwister. Und dazu fordert Allah Ta'ala heraus, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ. Und wenn ihr im Zweifel seid über das, was wir unserem Diener offenbart haben, so bringt doch nur eines von den Kapiteln hervor. Gleichwertig, ja, etwas Gleichwertiges einem Kapitel vom Koran. Und die Menschen sind dazu außerstande. Schauen wir uns mal eine Sure an, die wir vielleicht gar nicht so als Muslime richtig wertschätzen, die wir vielleicht gar nicht so oft im Gebet vortragen. Oder wenn wir sie vorgetragen bekommen, dann denken wir, ja, warum hat der Imam denn nichts anderes ausgesucht? Die 111. Sure vom Koran, wo Allah Ta'ala garantiert, dass Abu Lahab im Höllenfeuer brennen wird. Er und seine Frau. Und man liest sich, ja, den Text durch, im Original am besten auf Arabisch, wenn man ihn versteht. Und natürlich ein Muss in der ungefähren Übersetzung, wenn man diesen Originaltext nicht verstehen kann. Und dann fragt man sich ja, was ist an diesem Text so Besonderes? Aber subhanallah, es war eines der ersten Offenbarungen gewesen, relativ gesehen, in der Anfangszeit des Islams verkündet. Und Abu Lahab hatte praktisch die Möglichkeit gehabt, Muslim zu werden und dadurch dann einen Widerspruch zum koranischen Text den Menschen zu zeigen. Ja, wie kann das sein? Ich bin doch Muslim geworden und der Koran verdammt mich im Höllenfeuer. Mich und meine Frau. Aber diese Möglichkeit wurde von Abu Lahab nicht genutzt, denn Allah Ta'ala hat es ihm verwehrt. Vielleicht hat er noch nicht mal diesen Gedanken gehabt. Allah weiß es am besten. Das heißt, dass selbst bei einer scheinbar, ja, man versteht nicht, was ist das Wunder an dieser Sure? Was ist das Besondere an dieser Sure? Was ist das Herausfordernde an dieser Sure? Es kommt einem noch nicht, ja, zu Gedanken. Selbst bei solchen vernachlässigten Suren von uns Muslimen, unterschätzten Suren von uns Muslimen, selbst darin liegen gewaltige Wunder, liebe Geschwister. Wenn wir nun gefragt werden, oder wenn wir uns selbst fragen, worauf gründet sich unsere Überzeugung dem Koran gegenüber? Sollten wir, liebe Geschwister, 9 Dinge wiedergeben können. Erstens, dass sich der Koran an alle Menschen richtet. Der Koran richtet sich an alle Menschen. Und sein Text ist nicht verändert worden. Und die Sprache des Textes ist lebendig. Und es war der Koran selbst, der die arabische Sprache lebendig hielt, liebe Geschwister, und vor wesentlichen Veränderungen auch bewahrte. Denn er ist die Grundlage des modernen Arabischen, des Arabischen insgesamt. Immer wieder kehrt die arabische Sprache zum Koran zurück. Und durch ihn wurde sie auch bewahrt. Und sie ist eine der 6 offiziellen Sprachen der Vereinten Nationen. Hunderte von Millionen Menschen sprechen Arabisch als Muttersprache, ja, ab 250 bis 300 Millionen Menschen als Muttersprache. Und darüber hinaus ein weiterer Kulturkreis aufgrund der starken Prägung des Arabischen im Persischen und im Türkischen, im Urdu und in anderen Sprachen, hat das Arabische auch Einzug in andere Sprachen gefunden. Und sogar in die deutsche Sprache. Kaffee, Zucker und Tasse. Das sind also 3 Wörter, ohne die der Deutsche an keinem Tag auskommt. Kaffee, Tasse und Zucker. Das sind Wörter, die sich aus dem Arabischen speisen. Wen dieses Thema mehr interessiert, es gibt ein Buch von Nabil Osman. 500 deutsche Wörter arabischer Herkunft. Und da hat er nur, wie gesagt, 500 erwähnt. Er hätte auch mehrere noch mit aufführen können. Dass der Koran weiterhin
unnachahmbar ist, dass er frei von Widersprüchen ist, dass er mit gesicherten Erkenntnissen aus der Wissenschaft harmoniert. Der Koran widerspricht keiner gesicherten Erkenntnis aus der Wissenschaft. Dass der Koran umfassend alle Bedürfnisse der Menschheit abdeckt. Es gibt keinen wesentlichen Bereich aus dem Leben eines Menschen, der nicht geregelt wäre durch den Islam. Für den es nicht ein Prinzip gibt, im Koran festgehalten, liebe Geschwister. Das heißt, der Mensch, der einen Anspruch gegenüber Gott hat, oh Gott, du bist allwissend, du bist allmächtig und du bist barmherzig. Es ist nur konsequent, dass dieser barmherzige, allwissende und allmächtige Gott, Al-Ilah, Allah, auch jeden Bereich des Menschen regelt, der einer Regelung bedarf. Ansonsten wäre der Mensch ja im Stich gelassen. Und dass der Verkünder des Korans dokumentiert selbst nach der Botschaft lebte. Das ist ein großes Problem, was viele Sekten haben. Dass der Guru, ja, der macht sich die Taschen voll mit dem Geld derjenigen, die ihm folgen. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dokumentiert, überzeugte er auch durch sein Leben. Und machte diese Botschaft lebendig. Wie Aisha sagte, er war der wandelnde Koran. Er war der laufende Koran. Da gibt es also keinen Widerspruch zwischen demjenigen, der ihn verkündet, und dem Inhalt dessen, was er verkündet. Und weiterhin, liebe Geschwister, dass der Koran auf Überzeugung setzt. Die vielfältigen Aufforderungen zum Nachdenken. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Und du sollst wissen, dass es nichts Anbetungswürdiges gibt außer Allah. Das heißt, der Mensch mit Vernunft begabt, der auch der Überzeugung bedarf gegenüber einer Religion, er wird vom Koran aufgefordert, überzeugt zu sein. Und der Koran lädt Zwang in Glaubensfragen ab. Das heißt, er erkennt die Vernunftbegabung des Menschen und fordert diese dazu auf, sich mit der Religion auseinanderzusetzen und aufgrund von Überzeugung der Religion auch beizutreten. Diese 9 Punkte, liebe Geschwister, die sollten wir im Herzen bewahren, wenn es darum geht, unseren Iman dem Koran gegenüber zu fundieren. Kommen wir nun zu Lektionen aus der Sprache des Korans. Denn nicht nur, was der Koran sagt, liebe Geschwister, sondern auch, wie der Koran sagt, wie der Koran etwas sagt, gibt uns Lektionen weiter. Angefangen mit einem Thema, was sicherlich in allen Häusern dieser Erde irgendwo besprochen wird. Wenn es um beispielsweise Ehestreitereien geht, ja, wenn Männer zusammenkommen, ja, und die Zeit wird lang, fangen sie an, über Frauen zu sprechen, natürlich auch umgekehrt. Allah Ta'ala, liebe Geschwister, erhält im Koran fest, in Bezug auf den Shaitan. Inna kayda shaytani kana da'ifa. Wahrlich, die List, der Plan des Shaitans ist schwach. Die List des Shaitans ist schwach. Allah Ta'ala versichert uns, der Shaitan ist schwach und das, was er plant. Weiterhin lesen wir allerdings auch im Koran, liebe Geschwister, Inna kaydahunna azim. Wahrlich, die List der Frauen, das Ränkeschmieden der Frauen, ist etwas Gewaltiges. Und nun denken wir vielleicht nach und sagen, Subhanallah, die Pläne der Frauen werden im Koran als gewaltig beschrieben und im Vergleich zu den Plänen des Scheitans, ja, diese Pläne werden als schwach beschrieben. Wie kann das zusammenpassen? Gut, am Anfang lächeln wir, aber dann fangen wir an, die Sache ein bisschen ernster zu nehmen. Ja? Irgendwas passt da nicht. Wo ist da die Auflösung? Wo ist da die Auflösung? Der Kontext, liebe Geschwister. Weil die Pläne des Scheitans werden als schwach beschrieben gegenüber der Rechtleitung und Hilfe Allah Ta'alas. Derjenige, der den Schutz von Allah Ta'ala annimmt, für den sind die Pläne des Scheitans schwach. Nichts. Aber in Bezug auf die Verführung des anderen Geschlechts, und dies gilt natürlich auch im Umkehrschluss, ja? Auch Männer verführen Frauen. Ganz eindeutig. Ja?
Im Halalfall, im Idealfall, in der Ehe natürlich. Gegenüber dem anderen Geschlecht und in Bezug auf die eigene Begierde, in Bezug auf die Schwächen des Menschen, da ist der Plan des anderen Geschlechts gewaltig. Wenn man sich nicht in diesen Schutz von Allah Ta'ala begibt, dann sind die Pläne, die Verführungen des anderen Geschlechts gewaltig. Nehmen wir also dies als sprachliche Lektion mit, dass wir den Kontext beachten müssten, liebe Geschwister. Und eins wollen wir auch festhalten, klärend an dieser Stelle, in Bezug auf die Frage Verführung und Frau. In unserer Tradition, und zwar vom Musterbeispiel Adam und Hawa, Friede sei auf beiden, ausgegangen, war es nicht die Frau, die schuld war, dass Adam alaihi salam oder dass beide das Paradies verlassen mussten. Denn im Koran ist eindeutig das Folgende festgehalten. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sie, also Adam und Hawa, sie sagten, unser Herr, wir haben gegen uns selbst gesündigt. Und wenn du uns nicht verzeihst und dich unserer erbarmst, dann werden wir gewiss zu den Verlierern gehören. Das heißt, beide haben einen Fehler gemacht. Und beiden hat Allah Ta'ala auch vergeben. Nicht, dass wir jetzt irgendwie mögliches Gedankengut von anderen Kulturkreisen oder aus anderen Religionen in unsere Religion mit aufnehmen. Der heilige Hadith, wo der Prophet die Worte von Allah Ta'ala weitergab, Anna inda dhanni 'abdi bi. Allah Ta'ala spricht sinngemäß, ich bin zu meinem Diener so, wie er über mich denkt. Ich verhalte mich meinem Diener gegenüber so, wie er es von mir erwartet. Schauen wir an, wie diese Lektion eingearbeitet ist in den Koran. Denn daraus lernen wir, wir sollen das Beste von Allah Ta'ala denken. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er warnte auch in gewisser Weise davor, zu sterben, ohne das Beste von Allah Ta'ala zu denken. Er sagte, wenn ihr sterbt, dann sterbt, wer mit dem Besten an Denken gegenüber Allah Ta'ala. Weil ansonsten, wie gesagt, ist es vorbei. Und dieser Hadith trifft dann im Negativen möglicherweise auf diese Person zu. Schauen wir, wie diese Lektion, das Beste von Allah Ta'ala denken, im Koran eingearbeitet ist. Zum einen sagt Allah Ta'ala im Koran, فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَ, dass ein Teil von den Menschen hat Allah Ta'ala recht geleitet. Das heißt, die Rechtleitung ist in Verbindung mit Allah Ta'ala erwähnt worden. Und wurde das Irreführen mit Allah Ta'ala verwendet? Nein. Allah Ta'ala spricht im Koran und bezüglich des anderen Teils der Menschen die Irreleitung, ja, war gerecht für sie. Dass sie in die Irre gingen, das war das Recht für sie gewesen. Das war richtig so. Aber er verband das nicht in seiner ewigen Rede mit sich selbst, mit seinem Namen oder mit einem Verb in Bezug auf sich selbst. Das heißt, wir lernen aus diesem Vers, die Rechtleitung, liebe Geschwister, die beziehen wir auf Allah Ta'ala. Wenn wir beten, dann werden wir nicht hochmütig und sagen, ich bete, sondern wir sagen, Alhamdulillah, Allah Ta'ala recht leitet mich zum Gebet. Und wenn wir Fehler machen, dann sagen wir nicht, ja, Allah Ta'ala hat mich gezwungen, diesen Fehler zu machen, sondern nein, wir verbinden diesen Fehler mit unseren eigenen Schlechtigkeiten. Kehren wir mal zurück zur 18. Sure, zur Geschichte vom Propheten Musa und seinem Zeitgenossen, auch einem Propheten Khidr, als sie beide eine Reise unternahmen. In dieser Sure, liebe Geschwister, wird dreimal der Wille erwähnt. Wird dreimal der Wille erwähnt. Einerseits heißt es, Khidr spricht, Khidr berichtet. Er spricht einerseits, ich wollte. Ein andermal sagt er, wir wollten. Und ein drittes Mal sagt er, und dein Herr wollte.
Und dies bezieht sich auf die drei Geschichten. Die Geschichte, wo er ein Schiff beschädigte, damit es nicht von einem Tyrann beschlagnahmt wird, der, wie gesagt, nur intakte Schiffe hätte beschlagnahmt. Und die Geschichte, in der Allah Ta'ala einer Familie ein Kind genommen hat, um dieser Familie ein besseres Kind zu geben. Und in der Geschichte, oder in dem Ereignis, das bessere Wort dafür, in Bezug auf die Waisenkinder, die den Schatz bekommen hatten, bekommen werden in Zukunft, aus der koranischen Perspektive gesprochen, aufgrund der Dienstleistung von Khidr. Worauf bezieht sich jetzt, ich wollte, wir wollten und dein Herr wollte? Dort, wo ein Schaden angesprochen ist, das heißt, als Khidr sagte, ich wollte das Schiff beschädigen, da sagte Khidr, wa aradtu, ich wollte das Schiff beschädigen. Das heißt, er verbindet den Schaden nicht mit Allah Ta'ala, obwohl natürlich er als Prophet handelte auf Geheiß, auf Befehl von Allah Ta'ala. Er sagt nicht, Allah Ta'ala wollte das Schiff beschädigen. Weil das passt nicht, liebe Geschwister, den Schaden mit Allah Ta'ala zu verbinden. Und in Bezug auf die Dienstleistung Khidrs für die Waisenkinder, gibt es irgendetwas Negatives? Nein. Deswegen sagte er, فَأَرَادَ رَبُّكَ, und dein Herr wollte. Und die Geschichte, die eine negative Assoziation mit sich bringt und eine weitere positive Assoziation mit sich bringt, da sagte Khidr, wir. Das heißt, es gibt einen positiven Aspekt, einen negativen Aspekt. Und er verpackt dies beide im Wir. Das heißt, also, dass die Propheten ja auch nur Allah Ta'alas Willen ausgetragen haben. Und in Klammern ist das Positive für Allah Ta'ala und das, was assoziativ negativ ist, nicht in Wirklichkeit negativ ist, das verbindet Khidr, alayhi salam, mit seinem Anteil in dem Sinne. Das Gute wird nur Allah Ta'ala gut geschrieben, zugeschrieben, liebe Geschwister. Schauen wir in die Rede Ibrahims, alayhi salam. Ibrahim, alayhi salam, er sagt, Allah Ta'ala verkündet im Koran auf der Zunge Ibrahims, قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ. Ibrahim a.s., er sprach zu seinem Volk, seht ihr denn nicht, was ihr da angebetet habt, ihr und eure Vorväter? Sie sind mir feindlich gesonnen, nicht aber der Herr der Welten. Nun fängt er an, über den Herrn der Welten zu berichten, der mich erschaffen hat und der mich recht leitet. Die Erschaffung und die Rechtleitung verbindet Ibrahim a.s. mit Allah Ta'ala. Und weiterhin, والذي هو يطعمني ويسقين, derjenige, der mir zu essen gibt und der mir zu trinken gibt. Er sagte nicht derjenige, der mich hungrig macht oder der mich durstig macht. وإذا مرضت فهو يشفين, und wenn ich krank werde, nicht derjenige, der mich krank macht, sondern nein, und wenn ich krank werde, er ist es, der mich heilt. Obwohl es nicht falsch ist, inhaltlich zu sagen, also erst einmal, dass Allah derjenige ist, der krank macht. Nichts kann existieren ohne seine Erlaubnis, ohne seinen Befehl. Aber trotzdem wird die Heilung mit Allah Ta'ala verbunden und das Krankwerden wird mit einem selbst verbunden. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينَ. Und derjenige, der mich sterben lässt und der mich wieder beleben wird, und derjenige, von dem ich hoffe, dass er mir meine Fehler am Tage des Gerichts vergibt. Ibrahim a.s., er sagte nicht, derjenige, von dem ich fürchte, dass er meine guten Taten nicht annimmt. Und das ist natürlich auch die Eigenschaft eines Mu'mins. Er fürchtet sich, dass seine guten Taten nicht angenommen werden. Aber warum? Wegen Allah? Nein. Weil er fürchtet, dass seine Absicht nicht rein gewesen ist. Deswegen sagt Ibrahim a.s., derjenige, von dem ich mir erhoffe, dass er mir meine Fehler vergibt. Seine Fehler, ja, und in Bezug auf Allah Ta'ala, die Vergebung wird erwähnt.
Und das Interessante ist hier übrigens, der Tod wird auch auf Allah Ta'ala bezogen. Auch wenn es etwas ist, was den Menschen an sich abstößt. Ja, der Tod, niemand mag den Tod. Ja, das ist etwas, was, wofür wir eine gesunde Angst haben. Aber subhanallah, Allah gibt uns hier die Lektion mit, dass das Sterben an sich nichts Schlechtes ist. Sterben an sich ist nichts Schlechtes. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er brachte uns auch diesen Gedanken näher, indem er sagte, dass das Herz von einem Mu'min den Körper so verlässt, wie der Inhalt eines Gefäßes. Ja, wenn man beispielsweise Wasser aus einer Karaffe, Milch aus der Packung herausschüttet, mit Leichtigkeit, ja, mit Leichtigkeit. Und in Bezug auf denjenigen, der den Glauben verweigerte, so ist es wie, ja, und er beschrieb Widerhaken, die sich in Watte verhakt haben, und der Mensch möchte nicht, dass die Seele herausgeht, weil er weiß, dass sie zur Strafe geführt wird. Das Gute, liebe Geschwister, wird Allah Ta'ala zugeschrieben, und das ist im Koran eingearbeitet. Selbst in Feinheiten, auf die wir als Menschen vielleicht niemals gekommen wären, gibt uns Allah Ta'ala immer ständig diese Assoziationen, diese positiven in Bezug auf sich selbst. Und das Negative, liebe Geschwister, das müssen wir uns selbst zuschreiben. Eine weitere Eigenschaft des Korans, der Sprache des Korans und die Lektion, die wir aus dieser Sprache auch ziehen müssen, liebe Geschwister, ist, dass der Koran auch mit Mehrdeutigkeiten einhergeht. Nicht jeder Inhalt des Korans ist eindeutig. Viele Inhalte, liebe Geschwister, sind mehrdeutig. Und einige von diesen Inhalten, auch in Bezug auf Angelegenheiten, die mit Rechtsfragen im Islam verbunden sind. Das heißt, daraus resultieren dann auch verschiedene Meinungen, verschiedene Auffassungen unter den Rechtsgelehrten, jeweils aufgrund der Mehrdeutigkeit der Sprache des Korans. Ein Beispiel hierfür, Allah Ta'ala verkündet im Koran, والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. In Bezug auf die geschiedenen Frauen, diejenigen, die einen Scheidungsausspruch von ihrem Mann erfahren haben, sie sollen abwarten, die Wartezeit ablaufen lassen von 3 Perioden. Allah Ta'ala hat hier das Wort Qur, beziehungsweise in der Mehrzahl Al-Quru, verwendet. Und subhanallah, die Großen der Prophetengefährten und die ehrwürdigen Rechtsgelehrten natürlich in Konsequenz, sie waren sich nicht sicher, was ist mit Qur, beziehungsweise mit Quru gemeint. Ist es die Phase der Blutung der Frau oder ist es die Phase der Reinheit der Frau? Und sie waren sich nicht einig. Und ihr werdet vorfinden, dass Abu Bakr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, und Omar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, dass sie der Meinung waren, dass dies die Blutungsphase betrifft. Und die Tochter von Abu Bakr, Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, und der Sohn von Omar, Abdullah, sie waren anderer Auffassung gewesen. Und ohne Zweifel gehören diese 4 Prophetengefährten zu den Gelehrtesten des Islams, was Rechtsfragen anbelangt. Nicht jeder der Prophetengefährten war ein Rechtsgelehrter. Ja, im Gegenteil, die aller wenigsten. Das heißt, mit der Mehrdeutigkeit geht folgende Lektion einher. Allah Ta'ala erfordert von uns eine Denk- und Verstehleistung. Deswegen redet man auch von einem Rechtsurteil, von einem Ijtihad. Da ist eine Anstrengung mit drin. Und von demjenigen, der dieses Urteil trifft, der ist ein Mujtahid. Das heißt, der hat sich angestrengt, der hat sich erschöpft, um am Ende zu einem Urteil zu kommen. Und trotz dieser Erschöpfung unter den Rechtsgelehrten müssen wir damit leben, dass es Mehrdeutigkeiten gibt, die zu verschiedenen Auffassungen führen. Das heißt, Allah Ta'ala gibt uns bereits die Lektion mit. O Muslime, lernt miteinander klarzukommen in euren verschiedenen Ansichten, die eine Begründung haben. Und er selbst gibt viele, viele zahlreiche Beispiele dafür, viele Anlässe dafür, dass sie mit dieser Mehrdeutigkeit leben müssen, sie akzeptieren müssen. Und wir halten natürlich fest, Allah Ta'ala ist barmherzig und Allah Ta'ala ist weise. Das heißt, in diesen Mehrdeutigkeiten steckt auch seine Barmherzigkeit und steckt seine Weisheit, liebe Geschwister. Und daran liegt kein Schaden, außer wir wollen dies zu einem Schaden umwandeln. Ja, und die andere Seite jeweils immer verteufeln und vor dieser warnen, etc. Das ist eine sehr bedeutende Lektion. Denn wenn Allah Ta'ala gewollt hätte, hätte er die eindeutigen Wörter verwendet.
Haida und Hayad in der Mehrzahl. Oder Tohr oder Athar in der Mehrzahl. Ja, so die eindeutigen Wörter, die entweder die Blutung meinen oder aber eben die Reinheitsphase meinen. Kommen wir zu einer weiteren Lektion. Und zwar einer gewaltigen spirituellen Lektion, wo Allah Ta'ala seine unermessliche Großzügigkeit uns nahebringen möchte. Es geht um die Zahl 7. Die 7 ist die 7 und bleibt die 7, stimmt's? 7 Ähren, also Pflanzen, oder am Getreide, das, was das Korn praktisch beinhaltet. 7 Ähren bleiben 7 Ähren. Aber mal gibt Allah Ta'ala uns das Beispiel oder den Kontext von viel und mal gibt er uns das Beispiel von wenig. Dazu folgende kurze Einführung. Im Arabischen gibt es die Einzahl und gibt es die Mehrzahl. Alhamdulillah. Aber noch mehr als dies, es gibt das Dual. Das heißt, dass man ein Personalpronomen für 2 hat. Und es gibt das Plural, die Mehrzahl, Wörter, die einem sagen, dass es zwar viele sind, aber überschaubar. Eine überschaubare Menge, aber viel. Und ein weiteres Plural für viel, aber viel, viel. Ja, unüberschaubar viel. Kommen wir in den Koran. Kehren wir zum Koran. Was möchte uns Allah Ta'ala hiermit vermitteln? قال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. Und der König sagte, wir kennen diesen Traum, den Allah Ta'ala dem König gegeben hat, der von Yusuf a.s. gedeutet wurde, dass er sah, wie 7 fette Kühe von 7 Ausgemagerten gefressen wurden. Und dasselbe auch mit Ähren. 7 ausgemagerte, also vertrocknete Ähren fraßen 7 pralle Ähren. Und die Lektion aus diesem Traum war gewesen, spart. Es wird 7 gute Jahre geben und nach diesen 7 guten Jahren wird es 7 sehr, sehr schwere Jahre geben. Spart in den guten Zeiten für die schlechten Zeiten. Die 7 Ähren wurden beschrieben mit Sabara, Sunbulat, Mehrzahl von Sunbula. Kehren wir zu einem anderen Vers zurück, wo auch 7 Ähren erwähnt werden. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة في كل سنبلة 100 حبة. Das Gleichnis derjenigen, das Beispiel derjenigen, die ihr Vermögen auf den Weg Allah Ta'ala spenden, ist wie das Gleichnis eines Saatkorns. Ein Korn, aus diesem Korn wächst eine Getreidepflanze und diese Getreidepflanze hat 7 Ähren an sich. Und in jeder Ähre sind 100 Körner. Das heißt, du spendest 1 Euro, aber bei Allah Ta'ala ist es nicht 1 Euro. Sondern das ist ein Korn, was gepflanzt wurde, was eine Pflanze hervorbringt mit 7 Ähren und da sind wiederum 700 Körner drin. Und jetzt könnt ihr mal weiterrechnen, was passiert, wenn 700 Körner 700 Pflanzen hervorbringen mit jeweils 700 Ähren. Da sind wir schon bei 490.000. Und wenn diese 490.000 Körner wieder 7 Pflanzen hervorbringen mit jeweils 7 Ähren, ja, unermesslich. Jedes einzelne eine Pflanze mit 7 Ähren und jede Ähre wiederum mit 700 Körnern. Das geht, rechnet mal das aus zu Hause. Damit will Allah Ta'ala uns was weitergeben? Seine Großzügigkeit. Das heißt, diese 7 Ähren, sind die viel oder sind die wenig? Muss man an Sparsamkeit denken oder muss man an viel denken? Allah Ta'ala sagt ja nicht Sunbulat, die Mehrzahlsform für viel, aber überschaubar, sondern er sagte Sanabil. Sanabil, das ist, ja, obwohl das eine 7 ist und das andere 7 ist, in dem einen 7 steckt drin viel und im anderen wenig, liebe Geschwister. Kommen wir zu einem weiteren wundervollen Beispiel,
Allah Ta'ala, wieder in Bezug auf die Mehrzahl, Mehrzahlsformen, wenn Allah Ta'ala von seinen Gnaden spricht, na ratet mal, ja, jetzt habe ich euch die Vorlage gegeben, sollte er von seinen Gnaden sprechen, im Sinne von viel oder im Sinne von viel, aber begrenzt oder von zweien oder von einer Gnade? Wenn Allah Ta'ala von seinen Gnaden spricht, liebe Geschwister, dann wie folgt. Alam tarau anna allaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Seht ihr denn nicht, dass Allah Ta'ala euch alles dienstbar gemacht hat, was in den Himmeln und was auf Erden ist? Alles ist dem Menschen dienstbar, liebe Geschwister. Und dass er seine Gnaden, also dass er euch mit Gnaden überhäufte. Gnaden über, ja, Überhäufung von Gnaden. Und zwar Gnaden, die wir äußerlich wahrnehmen und Gnaden, die wir innerlich wahrnehmen. Natürlich verwendet Allah Ta'ala hier die Mehrzahlsform von Ni'ma, die das viele Unüberschaubare weitergibt. Wenn Allah Ta'ala, also Ni'am, wenn Allah Ta'ala von Ibrahim a.s. spricht und von seiner Dankbarkeit für die Gnaden von Allah Ta'ala, verwendet Allah Ta'ala folgendes Wort. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakum minal mushrikin. Ibrahim, er war eine Gemeinschaft gewesen, Allah demütig ergeben und einer, der Anhänger des rechten Glaubens war. Shakirol li an'umi hijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Dankbar war er für die Gnaden von Allah. Er hatte ihn erwählt und zu einem geraden Weg geleitet. Auch hier ist die Mehrzahl erwähnt. Allerdings nicht die Mehrzahl, die unüberschaubar ist, sondern die Mehrzahl, ja, die weniger ist als das Unüberschaubare. Al-An'um. Aber bedeutet das, liebe Geschwister, dass Ibrahim a.s. in irgendeiner Form jetzt nicht gelobt wird, weil einleitend und ausklingend waren dies lobende Worte für Ibrahim a.s.? Nein. Denn natürlich, ja, ist mit dem Allwissen und mit der Gnade von Allah Ta'ala verbunden, dass kein einziger Mensch all diese Gnade von Allah Ta'ala erfassen kann mit Dankbarkeit. Weil es gibt ja so viele Dinge, die kennt man nicht, die weiß man nicht als Mensch. Und Ibrahim a.s. war Mensch, natürlich einer der 5 geehrten Propheten, aber immer noch ein Mensch. Das heißt, das ist nur richtig, dass diese Form, diese Mehrzahlsform, die das Überschaubare weitergibt, verwendet wird. Und das Lob von Ibrahim wird noch deutlicher, wenn wir folgenden Vers uns zu Gemüte führen. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Und er gab euch all das, worum ihr gebeten habt, in Klammern von den Koran-Kommentatoren, was in eurem Interesse ist. Weil sonst wäre es ja nicht mehr eine Gnade, wenn Allah Ta'ala uns all das geben würde, was wir von ihm erbitten. Das hat Qurtubi festgehalten in seinem Tafsir. Verzeihung, Imam As-Suyuti in seinem Tafsir Al-Jalalain. Er und von seinem Lehrer, die dieses Werk verfasst haben. Er gab euch also von allem, worum ihr gebeten habt. Und wenn ihr die Gnaden von Allah Ta'ala aufzählen würdet, ihr würdet sie nicht umfassen können. Und das Besondere an diesem Vers ist, dass Allah Ta'ala noch nicht mal die Mehrzahl verwendet hatte, sondern wenn ihr eine Gnade von Allah Ta'ala aufzählen würdet, ihr könntet sie nicht umfassen. Nehmen wir eine Gnade, dass die meisten Menschen sehen können. Können sie verstehen, was mit dieser Gnade ihnen alles gegeben wurde? Und was ihnen alles erspart wurde, dadurch, dass sie diese Gnade bekommen haben von Allah? Nein. Das heißt, wir können zwar eine Gnade aufzählen von Allah, aber in ihrer Gesamtheit, wir können sie nicht umfassen. Aber Ibrahim a.s., er war für Gnaden von Allah Ta'ala dankbar. Er vermochte es, für Gnaden von Allah Ta'ala danken, zu danken.
Dank zu zeigen. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, wir haben nun unser Herz damit erfüllt, mit den Eigenschaften des Korans, dass wir ihn dankbar annehmen können als letzte Offenbarung von Allah Ta'ala, ohne dass sich in unserem Gemüt etwas regen muss an Zweifel oder Ängsten oder Sorgen. Und wir haben gelernt, dass nicht nur der Inhalt des Korans an sich, sondern auch wie Allah Ta'ala etwas sagt und sehr, sehr vieles lehrt. Das Wie, die Sprache des Korans. Und dies führt uns dazu zu sagen, dass wir, wenn wir uns mit dem Koran befassen, wir sollen uns wirklich Zeit nehmen. Das Handy weglegen, auf lautlos. Die Tür schließen, alles Ablenkende vom Schreibtisch erstmal beiseite räumen. Ja, den Computer runterfahren und dann am Ende nur mit dem Wort Allah Ta'ala zusammen sein und nachdenken und Verse auch miteinander vergleichen, die dieselbe Thematik ansprechen. Und vielleicht erschließt sich dann uns eine neue Lektion durch die Gnade von Allah Ta'ala. Vielleicht werden wir berührt von einer Angelegenheit, von der wir ansonsten nicht berührt worden wären, hätten wir nur darauf geachtet, wie viele Seiten wir jeweils lesen. Denn nicht die Quantität ist das, was zählt in Bezug auf die Beziehung zum Koran, liebe Geschwister, sondern die Qualität. Und die war auch bei denen gegeben, die berichten und sie lasen jeden Tag 20 Seiten aus dem Koran. Ja, aber das war eine Beziehung, das war eine Auseinandersetzung. Das war nicht einfach nur der Statistik wegen, liebe Geschwister. Wir wollen damit schließen mit einer weiteren Botschaft bezüglich des Korans. Wir befinden uns in sehr, sehr harten Wochen, liebe Geschwister, die in der Medizin auch näher beschrieben werden. Man redet von der sogenannten November-Depression, von der Winterdepression. Ein Fachwort spricht von saisonal aktive Störung. Das heißt, dass aufgrund des wenigen Lichts, was wir hier erfahren, aufgrund des sehr kalten Wetters, auch die Psyche des Menschen nochmal stärker einer Belastung ausgesetzt ist. Und hierfür, liebe Geschwister, auch nahegelegt, Allah Ta'ala verspricht uns im Koran, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. Allah Ta'ala, also wir haben euch etwas herabgesandt, ein Licht, ein deutliches Licht herabgesandt. Allah sandte uns ein deutliches Licht herab. Der Koran bedeutet für uns ein Licht, das wir in uns tragen und auch nach außen ausstrahlen zu vermögen. Weiterhin, liebe Geschwister, erwähnt Allah Ta'ala den Koran. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Und an weiterer Stelle, قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. Sprich, er ist für diejenigen, die Iman haben, eine Rechtleitung und eine Heilung. Und der erste Vers, und wir offenbaren vom Koran, was für die Gläubigen Heilung und Barmherzigkeit ist. Was für die Gläubigen Heilung und Barmherzigkeit ist. Das heißt, dass der Koran uns auch gerade in Zeiten der Krise vermag, stark beizustehen und Depressionen und Ängste und Sorgen hinwegzutreiben. Denn er ist ein Licht, was in unser Herz hineinkehrt und was unser gesamtes Inneres wie auch unser Äußeres zu erstrahlen vermag. Liebe Geschwister, am Ende dieser Khutba angekommen, erinnere ich euch an die sieben Ehren. Und zwar die sieben Ehren, die Allah Ta'ala beschreibt, dass sie in sich jeweils 100 Körner tragen. Und diese 700 Körner nochmal eingepflanzt, ergeben nochmal sieben Pflanzen mit jeweils 700 Körnern. Und diese 490.000 Pflanzen nochmal eingepflanzt, ergeben nochmal dasselbe an Körnern mal sieben genommen. Liebe Geschwister, mal 700 genommen. Spendet von dem, was Allah Ta'ala euch leicht gemacht hat, denn Allah Ta'ala verspricht mit dem Spenden auch, dass er
den Gläubigen unterstützen wird. Allah Ta'ala sagt im Koran: Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. O ihr Gläubigen, helft Allahs Sache und er wird euch helfen und er wird euren Füßen festen Halt verleihen. Übrigens um 11 nach ist auch der Adhan zum Nachmittagsgebet. Und auch wenn wir vorher fertig werden, nur zur Information, es besteht keinerlei Schwierigkeit darin, auch vor dem Anfang des Nachmittagsgebetes mit der Khutba anzufangen und selbst nach dem Anfang des Nachmittagsgebetes diese abzuschließen. Und das kann man unter anderem bei Imam Malik nachlesen und bei Imam Ahmed und weiteren Rechtsgelehrten, die eben die Zeit des Freitagsgebetes nicht nur bis zum Beginn des Nachmittagsgebetes festgelegt hatten, sondern auch dort einen erweiterten Spielraum gesehen haben.